Moin. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut sehen. Ja, Jörg ist krank und hatte mich gebeten, heute Abend hier einzuspringen. Und ich werde hier einfach in 1. Mose 49 weitermachen. Ich versuche auch ganz viel in die Kamera zu gucken. Das ist ziemlich schwierig. Da steht einfach so ein kleines Mini-Kästchen vor dem Pult. Und ja, aber ich versuche euch anzugucken da draußen im Internet und natürlich auch herzliche Grüße an euch alle am Radio, am Livestream. Ja, wir sind hier in 1. Mose 49, ich will auch gar nicht lange fackeln, aber ich möchte noch einmal zusammen mit euch beten, bevor wir uns Gottes Wort anschauen. Lass uns das zusammen jetzt tun. Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass wir es jetzt lesen können und dass du uns dadurch einfach ermutigen willst. Ja, bitte hilf es uns zu verstehen und auch ernst zu nehmen. Amen. Es ist ziemlich viel vom Pult drauf, oder? Ah, super, cool. Ja, schön. Genau, ja, 1. Mose, also Genesis 49, 1. Mose Kapitel 49, es geht um Jakob. Und ja, letztendlich geht es um diese ganze Familie. In Genesis haben wir ja die Schöpfungsgeschichte, wir haben dann, wir haben die Sintflut, wir haben Noah und seine Nachkommen und dann haben wir letztendlich ja Abraham. Und Gottes Plan eigentlich von Genesis, also von vom Anfang an, nach dem Fall des Menschen, war, ja, die Menschheit trotzdem zu retten, der Schlange den Kopf zu zertreten, wie Gott es sagt. Und das sollte bekanntermaßen, das wollte Gott nicht selber tun, sondern das sollte ein Mensch tun, nämlich der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, also ein Nachkomme von Eva und logischerweise Adam. Und dieser Plan letztendlich, der Schlange den Kopf zu zertreten, aber eben durch die Menschen oder durch einen Menschen, durch einen der Nachkommen Adam und Evas, diesen Plan verfolgt Gott durch das ganze Buch Genesis, durch, aber noch viel weiter, eigentlich durch die ganzen 5 Bücher Mose hindurch und bis durchs ganze Alte Testament. Und wir als Christen glauben, dass dieser Plan ja sein Ende und seine Vollendung findet in Jesus Christus, von dem wir in den Evangelien lesen. Wir glauben, dass dieser Jesus der Same ist, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Und so findet in Jesus das Alte Testament und diese alte Geschichte, diese lange Erzählung über, ja, durch ganze Bücher hinweg, findet dort sein Ende und seine Erfüllung in Jesus Christus. Aber wir sind jetzt noch mitten am Anfang in Genesis und wir müssen uns vorstellen, wir lesen jetzt hier von der Familie, durch die genau das geschehen soll. Also die Familie Abrahams. Gott hat Abraham gesagt, ich werde die ganze Welt durch dich segnen. Ich möchte, dass alle Nationen durch deine Familie, durch dich, durch deine Nachkommen gesegnet werden. Von den Menschen, von denen wir jetzt gerade, die Menschen, über die wir jetzt gleich lesen werden, das sind die Nachkommen Abrahams. Das ist diese Familie, durch die ganze Welt gerettet werden soll. So sage ich das immer Yoshi, also meinem Sohn, wenn ich ihm abends die Kinderbibel vorlese. Wir sind auch gerade in Genesis und ich erkläre ihm das so, das ist die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Durch dich möchte ich die ganze Welt retten, durch deine Familie und deinen Nachkommen. Und wisst ihr was? Gott hat diesen Plan vollendet. Gott hat das wirklich getan. Und an vielen Stellen in Genesis kommt uns das unmöglich vor, weil diese Familie, die Gott sich da aussucht, unmöglich ist. Es sind Menschen, die total versagen, die überhaupt nicht so sind, wie man das wollen würde, dass so, ja, die nicht wirklich in den Wegen Gottes wandeln.
ja, da sind Männer, die mit Gott leben. Da sind Männer, die Gott lieben über alles und ihn ernst nehmen, seine Gebote ernst nehmen, die Gemeinschaft mit Gott haben und die auch das tun, was Gott sagt. Aber das sind wenige, oder? Und selbst diese Männer versagen in ihrem Leben immer mal wieder. Selbst sie, ja, sind nicht perfekt, obwohl sie teilweise ja als vollkommen bezeichnet werden, aber perfekt sind sie nicht. Und sie sind nicht der Same, der der Schlange den Kopf zertritt. Das wird deutlich. Diese Männer sind das noch nicht. Und so warten wir eigentlich immer noch als Leser. Wisst ihr, wir sind jetzt in Kapitel 49 und immer noch nicht ist dieser Same gekommen. Wenn man sich das mal vorstellt als Leser, ich meine, Gott sagt zu Eva, hey, dieser Same, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten, dann erwarte ich doch eigentlich in der nächsten Geschichte, im nächsten Kapitel, dass das passiert sozusagen. Oder dass es zumindest noch zur Lebzeit von Eva passieren wird, dass ihr Sohn, ihr Kind das tun wird, oder? Ich meine, mal ganz unvorbelastet sozusagen, ohne jegliche Bibelkenntnis, ich lese das erste Mal Genesis, dann würde ich doch das annehmen. Aber es passiert nicht. Im Gegenteil, die Nachkommen Evas, ja, der älteste Sohn Evas, der Erstgeborene, zertritt nicht der Schlange der Kopf, sondern zertrümmert seinem Bruder den Kopf und lässt sich von der Schlange genauso verführen, wie sich hat Eva verführen lassen, von der Sünde, die vor seiner Tür lauert. Und das passiert vielen Männern und Frauen in Genesis. Und jetzt sind wir in Kapitel 49. Und auch Jakob hat seine Geschichte, oder? Jakob hat seine heftige Geschichte, wo er als Betrüger anfängt, seinen eigenen Vater auf übelste Weise veräppelt, reinlegt, betrügt, wirklich. Reinlegen ist zu nett. Er betrügt seinen eigenen Vater. Er zerbricht das Vertrauen. Er tut so, als ob er der ältere Bruder Esau ist. Er schleicht sich den Segen Jakobs. Das ist kein guter Anfang für einen Helden. Und dann noch viele andere Dinge in seinem Leben. Und trotzdem sagt Gott ihm zu, ich bin bei dir, Jakob. Ich bin bei dir und du bist derjenige und durch dich möchte ich die Welt segnen, die Nation segnen. Jakob hat viele Kinder bekommen, er hat 12 Söhne bekommen und auch eine Tochter. Und wir lesen jetzt, was Jakob am Ende seines Lebens seinen Söhnen zu sagen hat. Letzten Mittwoch haben wir das gelesen, dass er Manasseh und Ephraim, die Kinder, die Söhne Josefs, gesegnet hat und dass er auch diesen Trick gemacht hat mit den gekreuzten Händen. Und jetzt lesen wir, dass er seine anderen Söhne ruft. Und jetzt habe ich so eine lange Einleitung gemacht, obwohl ich immer sage, mach bitte keine Einleitung. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten darüber spreche, wie man gut predigt, dann sage ich immer, keine Einleitung oder nur ganz kurz. Und jetzt so eine lange Einleitung, tut mir leid. Gehen wir mal hier in den Text. Und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Ich lese das Ganze nochmal in der neuen Genfer Übersetzung. Die haben jetzt auch übrigens Genesis und Exodus rausgebracht. Eine sehr coole Ausgabe, finde ich, sehr gut lesbar. Also für die, die ein bisschen leichteres Deutsch bevorzugen, sehr zu empfehlen. Kostet auch nur einen Zehner. Ich lese mal vor, wie es hier geschrieben ist. Jakob rief alle seine Söhne zu sich. Versammelt euch um mich, bat er sie. Ich will euch sagen, was die Zukunft für euch und eure Nachkommen bereithält. Kommt und hört mir zu, meine Söhne, hört auf euren Vater Israel. Genau, so hier und Jakob versammelt also seine 12 Söhne und er wird jetzt wirklich seine letzten Worte sprechen. Das sind wirklich seine allerletzten Worte. Er ist ein alter Mann geworden mittlerweile, er ist wirklich kurz vor seinem Tod. Er hatte schon
wahrscheinlich ein paar Tage zuvor Manasseh und Ephraim gesegnet. Oder am selben Tag, kommt hier nicht so ganz raus, aber für mich klingt es ein bisschen so, als ob das so ein bisschen zeitversetzt war, diese beiden Familientreffen hier. Vielleicht ist es auch derselbe Tag und derselbe Ort und er bittet erstmal einfach Josef und seine beiden Söhne hinein und segnet sie. Aber jetzt ruft er seine 12 Söhne zusammen und möchte, dass sie sich versammeln. Und was sagt er da? Ich finde das spannend. Er ist ein alter Mann, aber er redet jetzt nicht über die Vergangenheit. Doch, er wird ein paar Details aus der Vergangenheit erwähnen, aber nicht viel. Und was er hier seinen Söhnen sagt, ist, ich möchte mit euch über die Zukunft reden. Und das finde ich stark. Hier ist ein alter Mann, der ja nicht nur nach hinten guckt und darüber nachsinnt, ja, am Ende seines Lebens, ja, wie ist eigentlich mein Leben verlaufen? Und das könnte Jakob ja durchaus tun und das hat er bestimmt auch an anderen Tagen. Aber an diesem Tag, wo seine Söhne bei ihm sind, ja, ich meine, seine Söhne, das ist die Zukunft der Familie. Das ist die, nochmal, das ist die Familie, durch die Gott die ganze Erde segnen möchte. Jedes Volk, jede Nation soll gesegnet werden durch diese Familie, durch diese 12. Denn Jakob wird jetzt sterben. Und er möchte mit ihnen über die Zukunft reden und nicht über die Vergangenheit. Das ist stark, finde ich. Und man kann diesen Satz hier, wie gesagt, die NGÜ sagt, ich will euch sagen, was die Zukunft für euch und eure Nachkommen bereithält. Die Elberfelder übersetzt, ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Man kann aber auch übersetzen, ich will euch verkünden, was euch begegnen wird am Ende der Tage. Also er redet über die Zukunft. Er sagt, ich möchte mit euch über eure Zukunft sprechen. Über die Zukunft von euch und von euren Nachkommen. Und diese Phrase oder diese beiden Wörter, es sind ja nicht zwei Wörter, es sind mehrere Wörter, vier, am Ende der Tage, dieses am Ende der Tage, dachte ich so, boah, krass. Das ist eigentlich ja so eine Formulierung, die wir mehr so daher kennen, wenn wir vielleicht über die Offenbarung sprechen zum Beispiel, also über die letzten Tage oder die Endzeit oder so, wie man so schön sagt. Vielleicht verbindet man eigentlich das mehr damit, so, ne, am Ende der Tage. Und hier ist dieser Patriarch, dieser Jakob und wir sind noch in Genesis und er möchte schon mit ihnen über das Ende der Tage reden. Wow, das hat mich schon ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Das ist krass. Und natürlich bedeutet das eben auch genau das, was die NGÜ sagt. Ich denke, es bedeutet auch einfach Zukunft. Ich will mit euch über ja, die Tage reden, die kommen, über die Zukunft, sozusagen über das Ende der Tage. Aber ich denke, es ist nicht ohne Grund, dass dieses Ende der Tage uns immer wieder begegnet in der Heiligen Schrift. Und es begegnet uns an ganz, ganz vielen Stellen, gerade im Alten Testament. Und ich möchte mir mit euch ein paar Verse anschauen, wo uns diese Formulierung begegnet. Und ich denke, da wird euch auch ein bisschen klar werden, so wie mir, wow, das ist stark, dass Jakob mit seinen Söhnen hier über das Ende der Tage reden will. Und das ist eigentlich auch was wir für uns, denke ich, mitnehmen können aus dieser Predigt oder aus diesem Bibeltext ist, hier ist ein alter Mann und er will mit seinen Kindern über das Ende der Tage reden. Wisst ihr, ich bin auch Papa, ich habe 2 Söhne, die sind noch sehr klein. Aber ich rede schon öfter mal mit Joshi über das Ende der Tage. Einfach weil, aus dem einfachen Grund, wir haben eine Kinderbibel, wo die auf den letzten Seiten das so ein ganz bisschen thematisiert wird. Oder wir haben auch so diese einzelnen kleinen Hefte von, wie heißt der, Kester? Ich sage immer Kester Korte, aber der heißt gar nicht so. Der heißt irgendwie anders. Das ist so ein ganz oldschooliger Maler, der hat, kennt wahrscheinlich jeder, hat Bibeln, Kinderbibeln illustriert. Ist, glaube ich, Niederländer.
ja, macht es sehr kunstvoll, sehr, also man muss den Stil mögen. Ich mag ihn, weil ich ihn auch als Kind irgendwie schon gefeiert habe. Und er hat ein ganz, ganzes Buch darüber gemacht, so für Kinder, über die neue Welt, die kommt. Über das Ende der Tage sozusagen. Wenn ihr so wollt, über das Buch der Offenbarung, Apokalypse. Und das hat er sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Sehr zu empfehlen, wenn ihr mit euren Kindern mal über dieses Thema sprechen wollt. Ja, Offenbarung, Ende der Welt. Super, super Buch, kann ich euch empfehlen. Kommt auf mich zu, ich kann euch das auch nochmal, oder schreibt mir, ich kann euch nochmal sagen, wie das Buch heißt. Aber erst, wenn ich zu Hause bin. Ja, wie redet man mit seinen Kindern über das Ende der Tage? Ich meine, diese Männer hier waren erwachsen. Jakob redet jetzt hier nicht mit Kindern, mit Kindergartenkindern. Aber er redet mit erwachsenen Männern. Und er redet, ja, nicht über sein Ende. Er redet über das Ende der Tage, er redet über ihre Zukunft. Aber auch die Zukunft ihrer Nachkommen. Er spricht mit ihnen über das Ende der Tage. Lasst uns das Jakob nachmachen. Lass uns mutig sein und auch mit unseren Kindern, auch wenn es abgespaced ist vielleicht, sogar für uns selber, wenn wir uns mit dem Gedanken beschäftigen, ja, was bringt die Zukunft? Was wird Gott mit der Erde machen? Keine Ahnung, Stichworte wie das Gericht Gottes, ne, dass Gott die ganze Erde richten wird. Das übersteigt irgendwo auch ein bisschen unsere Vorstellungskraft auf jeden Fall. Es klingt auch sehr hart auf jeden Fall. Also es hat auch was Bedrohliches und das ist auch klar. Die Sintflut hat eigentlich auch was sehr Bedrohliches. Sie wurde, glaube ich, nur durch 1000 Kinderbibeln zu einer mega Babygeschichte gemacht. Dabei ist das eine sehr, ja, sehr starke und harte Geschichte auch. Aber reden wir doch darüber. Auch wenn es uns sogar schwerfällt, vielleicht müssen wir uns auch mehr damit beschäftigen, dass es ein Ende der Tage geben wird. Dass es eben nicht immer so weitergehen wird wie jetzt. Und vielleicht so ein bisschen diese Corona-Krise, wir haben immer so viele coole Krisen, wir packen immer hinter jedes Wort Krise so als Deutsche, weiß auch nicht, das macht es, glaube ich, irgendwie so ein bisschen besser handelbar. Also wenn in dieser Corona-Krise merkt man ja schon, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe voll diesen Effekt, ich denke so, boah, krass. So vor ein paar Wochen habe ich noch nicht daran geglaubt, dass mein Land sich so verändern kann. Also, dass sich Dinge so krass verändern können. Restaurants werden geschlossen, Fußballspiele finden nicht statt, Konzerte können nicht stattfinden, Gottesdienste können nicht gefeiert werden. Wir machen einen Online-Gottesdienst auf YouTube. Ganz ehrlich, daran habe ich vor ein paar Wochen oder letztes Jahr im Dezember, das habe ich mir nicht träumen lassen, dass wir 2020 in so eine Situation kommen, oder? Habt ihr doch auch nicht, oder? Und jetzt ist alles, also vieles echt anders und überall, ja keine Ahnung, musst du Abstand halten und im Supermarkt musst du diese 2 Meter Abstände an der Kasse halten und so weiter. Also ja, ich komme mir ein bisschen vor wie in so einem Film eigentlich, wie in so einem komischen Endzeitfilm so. Es ist ein bisschen strange und diese Nachrichten, ne? Ich meine, hier ist es jetzt gerade noch so für uns vielleicht sogar so ein bisschen witzig, oder? Diese Dinge so. Und ich mache Anführungszeichen, weil die Erwachsenen von uns merken natürlich, ja, das ist eigentlich gar nicht witzig, ne? Was weiß ich, die ganze Wirtschaft und alles, was da dranhängt eigentlich, die Jobs und so weiter, ne? Das ist halt echt überhaupt kein Witz so, ne? Aber wenn wir dann die Nachrichten aus Italien kriegen, aus Norditalien, und da haben wir auch Geschwister, die da leben Christen, da leben Menschen, die mit uns mit uns verbunden sind in Jesus Christus, die da ja leiden unter der Situation, die da verrecken in den Krankenhäusern und in den Notstationen da, weil alles komplett überlastet ist. Oder Spanien, was da für Dinge passieren. Hättet ihr euch das vorstellen können vor ein paar Wochen, dass wir in so eine krasse Situation reinschlittern? Für mich ist es wirklich so ein bisschen dieser Effekt, dass ich sage, boah, ich dachte, es geht alles so weiter 2020. So, ihr wisst, was ich meine, oder? Das Jahr fängt an, dann kommt der Frühling, dann kommt der Sommer. Okay, da haben wir eine Freizeit. Ja, es kommt das und das arbeitstechnisch auf mich zu, die und die Veränderung. Ja,
meine Kinder werden größer werden, mein Sohn wird 4, mein anderer Sohn wird 1. Irgendwann ist wieder Weihnachten, dann ist Silvester, dann kommt schon 2021. Man hat das Jahr doch schon so vielleicht grob durchgeplant gehabt im Inneren, oder? Und jetzt müssen wir Freizeiten stornieren, Urlaube absagen, Homeoffice machen, wenn es gut läuft. Ich kann eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Ich kann ein bisschen was Homeoffice machen, aber meine eigentliche Arbeit kann ich gar nicht mehr ausführen. Und so. Also es ist schon richtig crazy so. Und ich denke, wenn wir über das Gericht nachdenken, wenn wir über Offenbarung nachdenken, dann ist es ja genauso. Das ist was können wir uns gar nicht vorstellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Wisst ihr, es können viele Dinge passieren, die wir uns in unseren kleinen, dummen Köpfen nicht vorstellen können. Dinge, die wir immer für unmöglich gehalten hätten, können passieren. Und das ist manchmal gut und manchmal schlecht. Es können auch gute Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen, aber auch schlechte. Und ich finde, wenn man das Buch der Offenbarung liest, selber liest oder seinen Kindern erzählt, dann denkt man so, boah, diese Dinge sind so fantastisch, sind so abgespaced, die sind so nicht alltäglich, wisst ihr? Solche Dinge habe ich noch nie erlebt. Und das soll angeblich alles auf uns zukommen. Und dann diese ganze Geschichte mit der neuen Erde, dem neuen Himmel, diese ganze neue Schöpfung, die Gott da vornimmt und wo wir dann irgendwie sein werden und wo es auch keinen Schmerz mehr geben wird, kein Leid, kein Geschrei. Das ist alles so unvorstellbar, oder? Eine Welt ohne Schmerzen, eine Welt ohne Leiden, eine Welt ohne Bosheit. Ist doch für uns überhaupt nicht vorstellbar eigentlich. Aber Jesus sagt es auch, oder? Er sagt, ja, die Leute essen, die trinken, die heiraten und werden verheiratet. Und es ist wie in den Tagen ist wie in den Tagen von Noah, oder? Vor der Sintflut war es genauso. Keiner konnte sich eine Sintflut vorstellen. Keiner wusste, warum dieser Mann da diesen Holzkasten baut. Okay, er hat es vielleicht dem einen oder anderen auch verraten, aber man dachte sich, das geht nicht, das kann nicht passieren. Und dann ist es passiert. Also, Jakob redet über das Ende der Tage. Lass uns auch über das Ende der Tage reden, auch wenn uns das echt herausfordert, die Dinge auch zu verstehen, die wir über das Ende der Tage aus dem Wort Gottes so, vom Wort Gottes her lesen, wisst ihr. Aber es lohnt sich, damit zu beschäftigen, da komm ich noch gleich drauf. Zum Beispiel in 5. Mose 4, jetzt nochmal zu diesem am Ende der Tage. Wisst ihr? 5. Mose 4, Vers 30, da steht, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Das sagt hier Mose dem Volk und es hat zu tun mit diesem Segen und mit diesem Fluchding. Und es hat auch mit der Zukunft zu tun, dass auch Mose kurz vor seinem Tod mit dem Volk einfach nochmal über die Zukunft redet und wie es weitergeht nach seinem Tod. Und dass sie sich doch bitte, ja, dass sie weiter in den Wegen Gottes wandeln sollen, in den Geboten Gottes, in den guten Anweisungen Gottes gehen sollen. Und Mose weiß aber auch, und Gott weiß das auch, das wird nicht funktionieren. Dieses Volk ist so halsstarrig und es sind halt einfach auch Menschen und das wird nicht funktionieren. Das weiß Gott schon vorher und Mose weiß das auch von Gott. Aber, und dann sagt Mose auch, ja, und dann wird auch eine Strafe kommen und die Strafe ist auch furchtbar, die auf Israel gekommen ist. Aber es gibt dann diesen Hoffnungsschimmer, den Mose hier erwähnt. Und der ist am Ende der Tage, hier ist wieder diese Formulierung, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Wisst ihr, das ist doch eine Verheißung, die wird doch auch nochmal aufgegriffen in der Offenbarung, oder? Wisst ihr, das ist doch eine Verheißung, an die hat Paulus sich doch auch festgeklammert, oder? Die kommt hierher aus 5. Mose. Das ist die Verheißung. Daran hat Jesus geglaubt, daran hat Paulus geglaubt. In der Offenbarung lesen wir darüber, Israel wird umkehren. Es werden so viele, ja, wirklich umkehren zum Herrn, zu Jesus Christus. Kaum vorstellbar, aber das wird passieren. Am Ende der Tage. Und das ist hier schon in 5. Mose, sagt Gott, ja, da kommt der Tag, da wird das passieren. Oder in Jesaja, Jesaja Kapitel 2, Vers 2,
Da sagt der Prophet Jesaja, und es wird geschehen am Ende der Tage, hier ist wieder diese Phrase, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und das ist hier jetzt das Positive, was am Ende der Tage passiert, nämlich dass Gott angebetet wird und zwar von allen Völkern, von allen Nationen. Und dass alle Völker am Ende der Tage, ja, nach Israel zum Berg Zion ziehen werden. Und ob das jetzt wirklich, ja, sinnbildlich ist oder real ist, aber es ist eine positive und gute Verheißung zum Ende der Tage. Da werden letztendlich alle erkennen, ja, wer Gott ist, wer der wahre Gott ist und ihn anbeten. Zumindest aus allen Nationen, viele. In Daniel, wenn ihr das Buch Daniel, ich weiß, ihr blättert jetzt viel und her, aber wenn ihr Daniel 10 aufschlagt, da trifft Daniel diesen Mann, diesen unglaublichen Mann, derselbe Mann, der uns auch in Offenbarung dann nochmal begegnet in Kapitel 1. Das ist dieser Mann mit dem, ja, ich glaube, mit diesem Schwert als Zunge, dieser Mann mit diesen feurigen Augen, mit dieser Stimme wie ein Wasserfall und so. Ihr wisst, wen ich meine. Und in Offenbarung ist ganz deutlich, dass das, ja, unser Herr Jesus Christus ist. Daniel, in Daniel wissen wir es nicht. Es ist auf jeden Fall ein himmlisches Wesen. Ist es ein Engel oder ist es vielleicht auch der Herr selber? Auf jeden Fall sagt diese Person, die definitiv, ja, ein Bote Gottes ist, wenn diese Person nicht sogar Gott selber ist, sagt, und ich bin gekommen, und Daniel hat tierisch Angst. Daniel kippt fast in Ohnmacht so. Und dieser Mann sagt, hey, du viel Geliebter, bleib stehen, hab keine Angst. Und er sagt, ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Ja, und das Buch Daniel ist eigentlich voll mit diesen Ausblicken auf das Ende der Tage, mit diesen Ausblicken auf das kommende Reich Gottes, dass am Ende der Tage Gott, ja, etwas Großes tun wird, auch mit seinem Volk. Gehen wir weiter in Daniel 12 und aus Daniel könnte ich wirklich viel, also in Daniel, im Buch Daniel wird das viel benutzt, diese Formulierung am Ende der Tage. Daniel 12 fand ich hier noch stark. Das ist ganz am Ende vom Buch Daniel. Du aber geh hin, Vers 13 von Daniel 12. Du aber geh hin auf das Ende zu. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los. Oder zu deinem Anteil am Ende der Tage. Du aber geh hin auf das Ende zu. Daniel, du wirst jetzt alt werden. Werd in Ruhe alt. Bleib so, wie du bist, werd alt und dann wirst du ruhen. Du wirst sterben, du wirst ruhen. Aber weißt du was? Am Ende der Tage wirst du auferstehen, Daniel. Und dann wirst du deinen Lohn bekommen. Dann wirst du deinen Anteil bekommen. Aber erst am Ende der Tage, Daniel. Das wird ein bisschen dauern. Da ist eine Zeit dazwischen. Eine Zeit des Ruhens und Wartens. Warten auf Gott. Und ja, manchmal ist es einfach total wichtig zu wissen, was am Ende kommt, wie das Ende aussieht, oder? Also jeder, der ein mega spannendes Buch anfängt, irgendwie einen heftigen Thriller oder so, der ist mega in Versuchung, die letzten Seiten aufzuschlagen. Also es gibt so Leute, die können keine Bücher lesen, ohne dass sie das machen. Die letzte Seite aufschlagen oder das letzte Kapitel lesen. Die Auflösung, das Ende, die können das einfach nicht ertragen, das Ende nicht zu kennen. Ich habe von solchen Leuten gehört, ich finde das unmöglich, ich würde das nie machen. Okay, ich habe vielleicht auch einfach noch nie so ein spannendes Buch gelesen, wo ich das einfach nicht aushalte. Aber ich kenne natürlich den Impuls, dass man sich die ganze Zeit fragt, wie endet das? So, oder wie ist die Auflösung so? Aber eigentlich gibt es auch Geschichten, wo man auch wissen will, wohin führt diese Reise eigentlich? So. Ich meine, auch die krassesten Filme sind eigentlich diese Filme, also krass im Sinne von, die einen manchmal am meisten emotional mitnehmen, sind diese Filme, wo man von Anfang an eigentlich nicht weiß, wohin geht das hier. So, kennt ihr solche Filme, wo man die ganze Zeit so, ich meine,
normalerweise gucken wir immer Filme, wo wir wissen, das läuft ungefähr darauf hinaus. So. Es wird ungefähr, ja, die beiden werden ein Paar, dann heiraten die noch und dann kommt noch so eine Hochzeitssequenz, wo sie so abdancen und happy sind und so Happy von Pharrell Williams läuft und alle sind happy und cool. Also Stichwort Romantikkomödie oder so. Also man weiß ungefähr, worauf läuft dieser Film. Das weiß man schon, wenn man die Packung sieht von, oder wenn man das Bild sieht auf Amazon Prime oder so. Man weiß schon ungefähr, wie wird dieser Film verlaufen. So. Man kann sich das Ende gut vorstellen. Aber dann gibt es diese krassen Filme, wo du einfach nicht weißt, wo es enden wird. Wie der Ausgang dieses Films sein wird. Wo echt so beides möglich ist. Es könnte ein mega gutes Happy End sein. Es könnte auch so ein Mittelding sein, dass man irgendwie so allein gelassen wird und sich das Ende so ein auf den selber ausdenken muss. Es kann aber auch im völligen Chaos, im völligen Drama enden, dieser Film, und man ist einfach nur down. So, solche Filme sind anstrengend. Ich gucke sie auch nur bedingt oft, aber manchmal sind das die besten Filme, so, weil sie nicht so vorhersehbar sind, nicht so einschätzbar, und die treffen einen dann manchmal auch am allermeisten so, weil viel Unerwartetes passiert. Und trotzdem ist es manchmal schon, wie soll ich sagen, überlebenswichtig, das Ende zu kennen. Zu wissen, worauf eine Situation drauf hinausläuft. Beziehungsweise manchmal ist es unglaublich schwer und hart zu ertragen, Ungewissheit. Und gerade wenn es um das Leben an sich geht, oder? Worauf läuft eigentlich mein Leben hinaus? Mein ganzes Leben meine ich jetzt, worauf läuft das eigentlich hinaus? Ist es einfach nur dieser, ja, 0815-Ablauf? Ich gründe eine Familie, wenn ich es überhaupt schaffe, wenn ich Glück habe, wenn ich überhaupt jemanden finde, ich kriege vielleicht Kinder. Und ich rede das jetzt nicht klein, das ist wunderschön. Und das sind alles Geschenke Gottes, womit Gott uns so krass segnet. Und trotzdem fragt man sich manchmal, wenn man Gott nicht hat, oder, wo endet das? Wo endet es auch mit mir? Ich frage mich das auch manchmal so, einfach so, werde ich das schaffen mit Jesus? Werde ich das schaffen, an Jesus dran zu bleiben, mein ganzes Leben? All die Jahre, die vielleicht noch vor mir liegen, werde ich festhalten können an Jesus? Oder wird mich irgendwas treffen, was meinen ganzen Glauben pulverisieren wird? Oder werde ich einfach, ja, untreu sein und aus anderen egoistischen Gründen einfach nicht mehr auf Gottes Wegen oder, ja, Jesus nachfolgen, auf seinen Wegen? Manchmal frage ich mich das und ich kann mich dann einfach nur immer auf Jesus verlassen und einfach beten: Herr, du kennst mein Ende, du kennst auch das Ende meiner Tage. Herr, du weißt, wohin es mit mir geht, und ich will dir einfach darin vertrauen. Und Herr, bitte, Herr, schenk, dass es ein gutes Ende ist. Herr, bitte führ mich an deiner Hand, mein Leben zu einem guten Ende. Dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und das ist so extrem wichtig für mich zu wissen. Wenn ich an Gottes Seite bleibe, wenn ich mit Gott gehe, wenn Jesus in meinem Leben ist, dann wird mein Leben auch ein gutes Ende haben. Dann wird es auf etwas Gutes hinauslaufen. Dann weiß ich, wenn ich dann über das Ende der Tage rede, dann ist das für mich etwas Positives. Dann ist es für mich ein Segen, weil ich weiß, am Ende der Tage ist Gott genauso da wie jetzt. Genauso wie Gott jetzt mein Gott ist, meine Burg ist, mein Zufluchtsort, wird es auch am Ende der Tage sein und in Ewigkeit. Was für eine herrliche Zuversicht haben wir als Christen, oder? Es ist so ein Geschenk, dass Gott uns Zusagen macht. Zusagen über seine Treue, Zusagen über seine Liebe, die niemals aufhört, seine Gnade, die größer ist als jede Schuld. Das sind alles Dinge, die tragen uns, die werden uns bis durch den Tod tragen, bis durch das Ende unserer Tage. Aber es ist so wichtig, oder, zu wissen, ja, da kommt was Gutes auf mich zu. Mit Gott ist das Ende der Tage etwas Gutes.
Und ich finde, dass das kommt, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir die Briefe lesen, wenn wir, auch wenn wir das Alte Testament lesen, die Zusagen, die da gemacht werden, und wenn wir die Offenbarung lesen, dann wissen wir da, ja, da kommt viel Schweres auf uns zu, aber auch viel Gutes. Und am Ende wird Gott es gut machen mit uns. So, und jetzt gehen wir mal hier endlich weiter. Nur dieses Ende der Tage. Jakob redet davon, ich rede jetzt auch die ganze Zeit vom Ende der Tage. Aber Jakob hat ganz konkrete Dinge zu seinen Söhnen zu sagen zum Ende der Tage. Und es ist wichtig, dass sie das wissen. Und ich sage auch gleich nochmal, warum. Weil, ich sage euch jetzt warum. Es ist wichtig, dass sie das wissen, weil harte Zeiten auf sie zukommen. Wir sind hier am Ende von Genesis. Was kommt denn jetzt als nächstes? Exodus. Und auf die Söhne Jakobs persönlich kommt erstmal eine gute Zeit zu. Wisst ihr, die leben jetzt in Ägypten, die leben da in dieser fruchtbaren Region, ihren Kindern und ihnen wird es gut gehen in Ägypten. Aber schon Abraham hat gesagt bekommen, dass das nicht so bleiben wird, dass seine Nachfahren Sklaven werden in Ägypten. Und das kommt auf sie zu, das kommt auf ihre Familie zu, ihre Nachkommen, Sklaverei, Knechtschaft, Fronarbeit, Arbeit, wo man gefoltert, geschlagen wird, in Ägypten, für einen Gottlosen oder einen König, der sich selbst für Gott hält, in einem fremden Land, was nicht ihr Land ist. Ja, sie haben dort für eine Zeit, und das ist gar keine so kurze Zeit, ich habe vorhin mit Vanya darüber geredet, es sind so um die 400 Jahre, werden die Israeliten jetzt in Ägypten leben. Das ist eine Menge Zeit. Und die meiste Zeit sind sie gesegnet. Sie vermehren sich, ne? Die Familie wächst, wenn ihr 2. Mose 1 aufschlagt. Das ist, ja, es ist paradiesisch für Jakobs Nachfahren. 2. Mose 1, Kapitel 7, 2. Mose 1, Vers 7. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Wisst ihr, die sind so gesegnet in diesem fremden Land, dass der König sich anfängt, Sorgen zu machen. Die sind so gesegnet, das sind bald mehr Leute als die Ägypter selber. Es geht ihnen da so gut. Gottes Segen ist auf ihnen. Aber es kommt etwas auf sie zu, etwas sehr, sehr Krasses. Und es ist gut, dass Jakob seiner Familie diese Zusagen hier jetzt macht, die jetzt kommen werden. Denn ich glaube, sie werden sich erinnern müssen an diese Zusagen in den Zeiten, wo es hart wird, wo sie Sklaven werden. Da ist es wichtig, dass sie sich abends damit ermutigen können. Wisst ihr was? Unser Urgroßvater Jakob hat doch gesagt, das und das und das. Er hat doch vom Ende der Tage geredet und er hat nicht von Sklaverei geredet. Lesen wir das jetzt mal, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Vers 3 von Kapitel 49 in 1. Mose. Jakob spricht jetzt zu seinen Söhnen. Hört auf Israel, euren Vater. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist über Gewalt wie das Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Ich lese das nochmal aus der NGÜ. Ruben, du bist mein Erstgeborener, der beste Beweis meiner Manneskraft. An Ansehen und Einfluss übertriffst du alle anderen. Doch zügellos bist du, wie wilde Wogen. Und darum sollst du nicht der Erste bleiben. Mit einer meiner Frauen hast du geschlafen und damit das Bett deines Vaters geschändet. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Ihr könnt das nachlesen in Genesis. Es ist eine kurze so Side-Story irgendwie. Aber das ist wirklich passiert. Und Jakob sagt, Ruben, du bist so ein starker Typ, aber du bist nicht mehr der Erste. Du kannst nicht der Erste bleiben, weil du mich so geschändet hast,
so verächtlich gemacht hast durch das, was du getan hast. Also er will hier mit seinen Söhnen über die Zukunft reden, aber das Erste, was er tut, ist, doch, er redet mit Ruben über die Zukunft. Wenn ihr aufgepasst habt, es ist hier ein Satz. Ein Satz über die Zukunft und das ist folgender: Und darum sollst du nicht der Erste bleiben. Das ist Rubens Zukunft. Du wirst nicht der Erste sein. Und das heißt nicht, dass es Ruben schlecht gehen wird, dass es den Nachkommen vom Stamm Ruben schlecht gehen wird. Das heißt nur, er wird nicht mehr diese Position innehaben, des Erstgeborenen. Und es ist schon hart, denke ich, auch gerade für Ruben. Jetzt kommt die zweite oder die zwei nächsten Brüder und die sind hier zusammengefasst. Die Brüder Simon und Levi, Vers 5. Werkzeuge der Gewalttat sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig, und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Auch die Zukunft von Levi und Simeon ist nicht schlecht, aber sie ist eben auch nicht, wie sie hätte sein können. Weil Simeon und Levi, ja, gewalttätige Männer waren. Männer, die gerne, was heißt gerne, aber die zornig waren, die gewalttätig waren, die wütend waren, wütende Männer. Und das hat sich vor allem in einer Situation sehr krass ausgewirkt, die ihr auch nachlesen könnt in Sichem, wo sie ihre Schwester gerecht haben, so wie sie das verstanden haben. Und deswegen, wegen diesem Fehlverhalten, werden sie selber und ihre Nachkommen kein Land erben. Und ich musste krass dran an die Seligpreisung von Jesus denken. Selig sind die Sanftmütigen, oder? Denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen werden das Land erben, wisst ihr? Und Simeon und Levi werden das Land nicht erben, weil sie solche Choleriker sind, solche zornigen Männer. Das ist krass, oder? Judah, jetzt kommt Judah. Und auch wie gesagt, Jakob redet mit Levi und Simon über ihre Zukunft. Und ihre Zukunft ist kein Land und Zerstreuung unter die anderen Stämme. Judah, jetzt kommt Judah. Judah, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel vom Wein und weiß die Zähne von Milch. Ihr merkt schon, das ist Poesie, ne? Also das ist wie ein Lied, was Jakob hier geschrieben hat. Sehr, sehr, sehr lyrisch, diese Verse. Und Ruben und Judah hat eine wahnsinnige Zukunft vor sich. Und wenn ihr euch mit der Person Judah beschäftigt, Judah ist auch kein Engel gewesen. Wahrlich nicht. Und trotzdem, ja, wird ihm hier viel verheißen. Und bis dahin, dass gesagt wird, dass er, ja, der König sozusagen, er ist der König unter seinen Brüdern, aber auch seine Nachkommen werden Könige sein. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Ich lese das nochmal in der NGÜ. Juda, dich rühmen deine Brüder. Deine Feinde packst du am Genick und deine Brüder werfen sich vor dir nieder. Mein Sohn Juda ist wie ein junger Löwe, der ein Tier gerissen hat. Majestätisch liegt er neben seiner Beute. Wer wagt es, ihn zu stören?
Für immer hält Juda das Zepter in der Hand. Aus seinem Stamm geht stets der König hervor. Bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Juda lebt im Überfluss. Einem Weinstock bindet er den Esel fest, an der edelsten Rebe das Fohlen seiner Eselin. Er wäscht sein Gewand in Wein und seinen Mantel in Traubensaft. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Juda, ja, er ist einfach der Mann. Er ist nicht der, der das Erstgeborene oder der Erste sein wird unter den Brüdern, aber aus ihm werden Könige hervorkommen. König David wird ein Nachkomme Judas sein. Und Jesus Christus, Jesus von Nazareth, wird ein Nachkomme Judas sein. Also diese Verheißung hier ist eine starke Verheißung. Und später wird auch Jesus der Titel gegeben werden. Lass uns mal Offenbarung Kapitel 5 aufschlagen, ganz kurz. Jesus selber wird mit dieser Passage hier in Verbindung gebracht, oder es wird sich hier auf diese Passage bezogen und es wird sich an vielen Stellen der Bibel auch auf diese Segenssprüche Jakobs bezogen. Und hier sehen wir einfach auch nochmal, ja, das ist wirklich Jesus. Offenbarung 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt, und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in den Himmel, und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Hier ist er, der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist Jesus. Jesus. Ja, es ist krass, oder? Ich meine, Jakob redet mit seinen Söhnen über das Ende der Tage, über die Zukunft. Und er redet wahrscheinlich, ohne es zu wissen, aber er redet über Jesus. Er redet über den Messias, den König der Könige, derjenige, der in Ewigkeit regieren und herrschen wird, derjenige, der Schlange den Kopf zertreten wird, derjenige, und das lesen wir hier noch in Offenbarung, wir lesen mal weiter, Vers 6 von Kapitel 5, und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Wow, was für Aussagen über Jesus. Und Jakob spricht über Juda und er spricht über eine gute Zukunft. Er spricht über das Ende der Tage, aber er spricht gute Dinge. Wir lesen weiter. Sebulon wohnt an der Küste der Meere, und an der Küste der Schiffe liegt er, seine Seite nach Sidon hin. Issachar ist ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen den Hürden. Und als er sah, dass die Ruhe gut und das Land lieblich war, da beugte er seine Schulter zum Lasttragen und wurde zum fronpflichtigen Knecht. Dan richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels. Dan ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Pferdes beißt, und rücklings fällt sein Reiter. Auf deine Rettung, Herr, harre ich. Und wir wissen nicht so genau, ob das hier mit Dan positiv gemeint ist, also ob das jetzt so eine positive Schlange ist oder ob er so voll die fiese Schlange ist.
Ich denke mal, es reiht sich hier so ein bisschen ein in diese ganzen Aussagen, letztendlich, dass Jakobs Söhne stark sein werden und dass sie wehrhaft sind, dass sie die Feinde am Nacken packen, so wie Judah seine Feinde am Nacken packt, so wie Dan, ja, wie eine Schlange sein wird, sich wehren wird gegen die Feinde Israels. Es redet von der Stärke der Israeliten. Gad, Räuberscharen bedrängen ihn und er drängt ihnen auf der drängt ihnen nach auf der Ferse. Also auch ein wehrhafter Sohn. Seine Zukunft ist auch, ja, kämpfen. Und das war auch die Zukunft der Israeliten teilweise. Kämpfen, sich verteidigen gegen die Feinde. Von Asa, fettes ist sein Brot und er königliche Leckerbissen gibt er. es geht um Essen. Es geht, also ich meine, der Segen Gottes hat ganz, ganz oft was mit Essen zu tun, wenn ihr das mal so nachschaut. Durch die ganze Bibel eigentlich hindurch. Segen hat immer was mit Essen und Trinken zu tun auch. Und das verheißt Jakob hier seinem Sohn Asa. Naphtali, eine flüchtige Hirschkuh, er gibt schöne Worte. Ein junger, Naphtali, okay, er ist diese Hirschkuh, ihr merkt schon, zu vielen Söhnen gibt es nicht so viel zu sagen über ihre Zukunft, aber sie sind alle erwähnt und jetzt kommt aber Josef und über Josef will Jakob jetzt nochmal viel sagen oder wird Jakob viel sagen. Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige ranken über die Mauer und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und feinden ihn an, aber sein Bogen bleibt fest. Und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Durch die Hände des mächtigen Jakobs, von dort dem Hirten, dem Stein Israels, von dem Gott seines Vaters, von dem Gott deines Vaters, der helfe dir. Und von Gott dem Allmächtigen, der segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Flut, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen der uralten Berge, das begehrenswerte Gut der ewigen Hügel. Sie seien auf dem Haupt Josefs und auf dem Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Ihr merkt schon, der Segen und die Zukunft Josefs ist golden. Ja, da wird es auch Kampf geben, aber das ist ein riesiger Segen auf seinem Leben. Und Jakob wünscht ihm ja nur das Beste. Und dann Benjamin. Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Alle diese sind die 12 Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Wenn ihr aufgepasst habt, ist eine Menge Segen hier. Bei Josef war sehr viel Segen und jetzt segnete er sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Also Jakob ist hier am Segnen ohne Ende. Und da ist er doch wie unser Gott, oder? Unser Gott möchte segnen. Unser Gott liebt es zu segnen. Am Anfang hat Gott die Menschen gesegnet. Gott liebt es zu segnen. Gott liebt es, Gutes zu tun. Gott liebt es, ja, für uns da zu sein. Gott möchte uns segnen. Er möchte aber auch, dass wir zum Segen werden, dass wir Menschen sind, die andere Menschen segnen. Er hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen soll die ganze Erde gesegnet werden. Leute, wir müssen Menschen sein. Wir müssen Segner sein. Wir müssen Menschen sein, die andere Menschen segnen. Wir müssen Menschen sein als Christen, die diese Erde segnen. Wir müssen Menschen in dieser Stadt sein, die anderen Menschen in dieser Stadt segnen und nicht verfluchen. Wir müssen die segnen. Und sogar Menschen, die, ja, sogar unsere Feinde, hat Jesus gesagt. Wir müssen Segner sein. Immer bereit, einen Segen zu sprechen. Immer bereit, ein Segen zu sein.
immer bereit, dem anderen Segen zu wünschen für sein Leben. Und wenn das bedeutet Umkehr, aber Umkehr ist ein Segen, ist ein Riesensegen. Aber generell muss unsere Haltung und soll unsere Haltung als Kinder Gottes in dieser Welt sein, Segensbringer. Ein Jakob sein, Segen aussprechen. Der Wunsch danach, dass der Wunsch nach dem Wohlergehen aller Menschen in dieser Stadt, meinen Nachbarn soll es wohlergehen, meinem Bäcker soll es wohlergehen, meinem Kfz-Mechaniker, meinen Kindern, meiner Frau, meinen Verwandten, meinen Cousinen, ich will ihren Segen, ich will ihr Wohlergehen. Leute, das fällt mir hier nochmal besonders auf und das ist Gottes Wunsch. Und ja, jetzt kommen harte Zeiten zu. Jakob hat kein bisschen oder mit keinem Wort gefühlt über die Zeit der Sklaverei, die nach ein paar hundert Jahren eintreten wird, geredet. Jakob hat eigentlich nur wirklich über das Ende der Tage geredet. Er hat wirklich über die Zukunft geredet. Also diese Zukunft nach der Knechtschaft in Ägypten, wenn Israel das Land einnehmen wird, wenn Gott sie befreien wird und in das verheißene Land führen wird, in dieses Land, und das kommt hier immer wieder in den Segenswünschen raus, das ist ein Land, ein fruchtbares Land, da fließt Milch und Honig, da gibt es Essen, da gibt es Weintrauben, es ist einfach ein gesegnetes Land. Und die Zukunft für die Familie Jakobs ist eine gesegnete Zukunft. Sie ist nicht ohne Kampf, aber da wartet ein großer Segen auf sie. Und ich glaube, dass unsere Geschwister von damals, ich glaube, dass die Nachkommen Jakobs, die dann wirklich Sklaven waren, sich an diesen Verheißungen festgehalten haben. Die haben gesagt, ja, wo ist denn der Segen jetzt? Wisst ihr, manchmal ist es für die Welt, oder manchmal kommt es uns selbst lächerlich vor, oder? In so harten Zeiten als Christ zu sagen, ich glaube, dass Gott alles gut machen wird. Am Ende wird es gut. Und unsere Kollegen und unsere Familie lächelt nur und sagt, du Träumer, du glaubst doch nicht im Ernst, das klingt wie ein Märchen. Das klingt irgendwie wie ein schönes Märchen, an das du glauben willst, irgendwas, was du dir selbst einredest. Aber wisst ihr, gerade in diesen harten Zeiten, ich weiß es nicht, Corona, es ist noch gerade momentan für die normalen Leute, die jetzt nicht im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen arbeiten, für uns ist es jetzt noch nicht so hart. Aber für viele ist es schon hart mit dieser ganzen Corona-Krise in vielen Ländern. Und gerade die Menschen im Gesundheitswesen strugglen und leiden, teilweise hart, arbeiten bis zur Erschöpfung, bis zum Zusammenbruch. Und gerade in diesen harten Zeiten ist es wichtig, auch wenn wir uns damit lächerlich machen, wichtig zu sagen, mein Vater, mein Herr hat über das Ende der Tage mit mir geredet, so wie Jakob mit seinen Söhnen über das Ende der Tage geredet hat, so hat mein Vater, mein Herr, mein Kyrios, mein König, mit mir geredet über das Ende der Tage. Und er hat mir Verheißungen gegeben für das Ende der Tage. Und ich weiß, es wird gut werden am Ende der Tage. Sein Segen wird die ganze Erde erfüllen am Ende der Tage. Und mag es jetzt so dunkel sein, wie es will. Und mag es noch schlimmer kommen und noch tausendmal schlimmer kommen, als es jetzt gerade ist. Das bleibt bestehen. Und daran halte ich mich fest und daran klammere ich mich. Und auch wenn ich ein verdammter Sklave werde, halte ich fest an den Verheißungen meiner Vorfahren, an den Verheißungen Jakobs, an den Verheißungen Jesu, an den Verheißungen Gottes letztendlich. Geschwister, lasst uns daran festhalten. Denn wisst ihr, ich predige schon wieder viel zu lang, das habt ihr schon gemerkt, wenn ihr überhaupt noch dabei seid. Aber wisst ihr jetzt, das Ende, wirklich, das ist nur noch ein Vers. Was sagt denn Josef am Ende von Genesis, kurz bevor Josef stirbt? Josef sagt diesen Satz und der passt ja so gut auf sein Leben. Er sagt zu seinen Brüdern, und die Brüder haben Angst und weinen. Nein, Josef weinte, aber seine Brüder haben Angst vor ihm. Sie sagen, jetzt ist unser Papa tot, jetzt wird Josef bestimmt
uns alle auch töten. Jetzt zieht er die Rache durch. Er hat nur gewartet, bis Papa stirbt. Und Josef macht das traurig, dass seine Brüder ihm so immer noch misstrauen. Und er sagt etwas zu ihnen. Er sagt, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Geschwister, das gilt einfach für alles. Und klar, ist es klar, dass, oder ich denke, dass Paulus hier diesen Vers auch gut kannte und in Römer ja auch so ähnlich wiederholt, oder ist es Römer oder Korinther, er sagt, die, die glauben, denen wird alles zum Besten dienen. Und das ist aber eine Wahrheit, das ist einfach wahr. Und das erkennt Josef. Wisst ihr was? Ja, ihr habt es böse mit mir gemeint. Und es ist auch böse gelaufen in meinem Leben, teilweise. Und es waren harte Zeiten. Aber wisst ihr was? Gott hatte andere Pläne. Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Und er hat es zum Guten gewendet. Und Geschwister, das werden wir auch am Ende der Tage sagen. Dann werden wir zurückschauen und sagen, Herr, ja, eine Zeit lang sah es so aus, als ob es nur ein schönes Märchen war. Das mit Gott und dem Ende der Tage, der neuen Welt, dem neuen Jerusalem, dieser Welt ohne Schmerzen und ohne Tränen. Aber dann werden wir da sein und sagen, ja, Gott hat es aber doch dahin gewendet. Auch wenn es ganz lange nicht danach aussah, aber Gott wird es wenden. Bleibt dran an Jesus, bleibt dran am Glauben. Hebräer 10, oh Gott, das wollte ich noch lesen. Da steht dieser eine wichtige Satz, werft eure Hoffnung nicht weg, werft euren Glauben nicht weg, werft euer Vertrauen nicht weg. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Hebräer 10, 35, Geschwister, werft euer Vertrauen nicht weg auf Jesus, nur weil es gerade hart ist. Ich bete noch mit euch. Und Vanja, nee, ich bete einfach. Und dann spielt Vanja trotzdem noch ein Lied. Weil bestimmt der Livestream bleibt noch kurz an. Ihr könnt noch was kommentieren, ihr könnt noch was schreiben. Gebetsanliegen oder Gebete. Ja, ich hoffe, wir können uns ganz, 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 ganz bald wieder treffen als Gemeinde. Ich hoffe persönlich, ich bete jeden Tag, dass dieser, ich sag's jetzt einmal mal, Kackvirus weggeht, dass das irgendwie durchbrochen wird und oder wie gesagt, wir irgendwie, ich weiß es nicht, dass das einfach irgendwann bald ein Ende hat. Ich sehne mich danach, dass alles wieder normal wird. Und ich denke, euch geht es wahrscheinlich genauso und euren Kindern. Lass uns zusammen auch am Samstag dafür beten. Ich glaube, da ist auch eine Aktion festgesetzt irgendwie, wer daran teilnehmen möchte. Die Geschwister, die wollen, wir wollen einfach am Samstag beten und einfach die ganze Situation für die Leute im Gesundheitswesen, die echt an der Front kämpfen und strugglen. Und das wird bestimmt auch noch mehr werden in den nächsten Wochen und noch härter werden. Aber auch nicht nur für Deutschland, sondern auch echt für Europa, weil ja, richtig am Brennen ist es ja wirklich in Spanien, in Italien und so weiter. Also das ist am Samstag, macht da mit, betet mit uns zusammen, aber das tut ihr wahrscheinlich eh schon. So, ich bete jetzt nochmal. Jesus, ich danke dir für diese Verheißung, die du gegeben hast zum Ende der Tage hin. Das sogar auch schon Jakob, ja, seinen Söhnen etwas davon mitteilen konnte, dass, ja, dass sie eine Zukunft haben in dir und mit dir, dass er sie segnen konnte. Und Herr, ich danke dir, dass du uns genau wie Jakob so viel Verheißung gegeben hast, so, ja, einen Blick gegeben hast in die Zukunft, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Und ja, da sind auch schwere Zeiten, aber da ist auch so viel Gutes und am Ende wirst du es gut machen und wir wollen das ja nicht wegschmeißen, diesen Glauben, diesen kindlichen, naiven Glauben daran, unser Gott wird es zum Guten wenden, auch wenn alle anderen es vielleicht böse meinen. Unser Herr wird es tun und wir wollen darauf vertrauen. Bitte stärke unseren Glauben, Jesus. Bitte stärke alle Geschwister, die krank sind, Jesus. Segne Jörg, segne Doris, Jesus. Vater, bitte erbarme dich, Herr. Segne die Menschen, die
andere Menschen pflegen, betreuen, teilweise jetzt im Stich gelassen werden. Herr, bitte hilf, erbarme dich, Herr. Amen.